Ja moin, ne? Wie gefällt dir mein Outfit? Ich finde es ja perfekt für eine Bewerbung. Keine Angst, ich bin nicht komplett bekloppt geworden, aber für einen speziellen Teil der Bewerbung ist auch so ein Outfit vollkommen in Ordnung, denn es geht um das Online Assessment Center. Alles, was du dafür brauchst, ist ein Computer und Internet. Und worauf du dabei achten musst, das sage ich dir jetzt. Das Online Assessment Center ist ein spezieller Test, bei dem unterschiedliche Aufgaben auf dich am Computer warten. Unternehmen wie die Targo Bank haben so die Möglichkeit, schnell einen Eindruck von dir und deinem Können zu bekommen und wissen relativ zügig dann auch, ob du zu ihnen passt. Auf der anderen Seite wiederum kriegst du natürlich auch schnell einen Eindruck davon, ob das Unternehmen und die Ausbildung zu dir passen. Wenn deine Bewerbung gut beim Unternehmen ankommt, erhältst du in den nächsten Tagen eine E-Mail mit allen Login-Daten und den relevanten Informationen für das Online Assessment Center. Zum Beispiel, bis wann du diesen Test gemacht haben musst. Denn wichtig, du musst nicht sofort loslegen, sondern hast einen gewissen Zeitraum, in dem du diesen Test machen kannst. Aber wenn du dann einmal loslegst, musst du ihn noch durchziehen, da gibt es kein Zurück mehr. Mach den Test auf jeden Fall zu einem Zeitpunkt, wenn du dich wirklich voll und ganz darauf konzentrieren kannst und auch nicht gestresst bist. Gönn dir also diese Ruhe. Such dir einen Raum, in dem du ungestört arbeiten kannst, wo A, natürlich niemand reinplatzt und B, das Internet nicht abbricht. Das wäre fatal. So ein Test dauert übrigens in der Regel um die 60 Minuten. Wie viele Menschen leben in der EU? Wer ist unser Bundespräsident? Welches Gas ist Hauptbestandteil der Luft? Das sind Fragen, die dir im Bereich Allgemeinwissen begegnen können. Darüber hinaus wirst du Zahlenreihen lösen, Logikfragen beantworten und wirst auf Rechtschreibung und Grammatik geprüft. Und auch ganz individuelle Aufgaben, die sich auf die jeweilige Ausbildung in einer Branche beziehen, können dir begegnen. Bei der Targo Bank wirst du zum Beispiel eine Budgetplanung aufstellen. Das klingt erstmal ganz schön viel. Keine Angst, es ist völlig normal, wenn du nicht alles schaffst, denn die Unternehmen wollen dich natürlich auch gleichzeitig auf deine Belastbarkeit testen. Und wie du dich auf das Ganze vorbereitest? Für die aktuellen Themen rund um Politik und Wirtschaft reicht es aus, wenn du dir regelmäßig die Nachrichten anschaust oder zum Beispiel die News im Internet liest. Die Logiktests oder Matheaufgaben kannst du ganz leicht googeln und vorab schon mal durchgehen. Und wenn es um fachliche Fragen geht, ist es natürlich auch wichtig, dass man sich mit dem Unternehmen auseinandergesetzt hat und alles Wichtige über die Branche kennt. Alle Infos dazu findest du auch bei uns im jeweiligen Firmenlebenslauf zum Unternehmen. Und wenn du den Test dann hinter dir hast, fragst du dich natürlich, wie geht's jetzt weiter? Und um die Antwort darauf zu finden, habe ich mich mit einer getroffen, die das Ganze schon hinter sich hat. Sabrina macht ihre Ausbildung bei der Targo Bank und hat dementsprechend echtes Insiderwissen. Sabrina, du machst eine Ausbildung bei der Targo Bank. Du hast damals deine Bewerbung abgeschickt und wie ging es dann weiter? Ja, ich habe sie abgeschickt und dann ging es eigentlich schon direkt los. Es hat vielleicht ungefähr 2 Tage gedauert. Oh, wow. Und dann habe ich schon direkt einen Link bekommen und das war dann die Einladung für das Online Assessment Center. Und ja, dann habe ich darauf geklickt, saß ganz entspannt auf meinem Sofa und mit meinem Laptop auf dem Schoß, hatte nebenbei noch einen kleinen Notizblock und dann ging es direkt los und dann habe ich diesen Test sozusagen online gemacht. Okay, und wie lange dauerte das bei dir ungefähr? Das hat insgesamt eine Stunde gedauert für dieses Assessment Center, aber es war wirklich gute investierte Zeit. Und dann drückst du darauf abschicken und dann? Ja, und dann am Ende nach ungefähr einer Stunde drückt man dann tatsächlich auf Abschicken. Und dann war das so, dass ich nach einer Woche, also es ging auch relativ schnell, hatte ich gar nicht mit gerechnet, dann einen Anruf bekommen habe und dann wurde ich zu einer Bewerberrunde eingeladen. Und ja, dann ging es da sozusagen für einen Tag lang zur Bewerberrunde und das war eben ein großes Gruppengespräch mit ungefähr 10 bis 20 Leuten. Wie war denn so dieses persönliche Kennenlernen? Ja, das persönliche Kennenlernen, weil man war natürlich wie im Online Assessment Center aufgeregt. Das gehört, glaube ich, einfach dazu. Aber ja, es ging dann den ganzen Tag auch, also doch ein bisschen länger als erwartet, war aber insgesamt ein sehr runder Tag, sodass man auch abends, es war eigentlich das Highlight des ganzen Tages, dass man wirklich schon mit dem Zettel in der Hand nach Hause ging und wusste, man hat diesen Ausbildungsplatz. Das war einfach sehr angenehm. So oder so, der nächste große Schritt auf dem Weg zu deinem Traumjob ist auf jeden Fall das Vorstellungsgespräch. Und alle Infos darüber findest du bei uns im Ratgeber auf ausbildung.de. Und einen kleinen Tipp schon mal vorweggenommen, das Shirt bleibt dann vielleicht doch besser zu Hause.